In a wild, wild world, there were two wolf brothers living in their home lair with their papa wolf. They lived in peace until hunters took their dad away. And they had to go on the run. That's when the big brother discovered that the little one was not an ordinary wolf, but a super wolf. They discovered a secret hideout where they could train day and night. They were happy. But the little wolf got very sick, and they had to move on. The brothers made it to the home of their ancestors, and the old wolves took care of them. Unfortunately, the hunters were hot on their trail and found them. The brothers had nowhere to stay again, so they decided to keep going south. They soon entered the old forest of the giants, where they met a pack of stray dogs who worked in a secret farm. The brothers joined them and worked hard to stock up on gold for the future. They were happy to find others like them, and everybody loved the little wolf, who was growing up fast. His power was growing too. The little wolf was more and more confident and independent. The big brother loved having a new pack to prowl around with. He felt free for the first time. Suddenly, the mean farmers who owned the land tried to hurt the brothers. The little cub was injured. He transformed into a super wolf and destroyed everything. The big brother was badly wounded. And worse, he didn't know where the little cub was. Oh Mann. Und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Life is Strange 2 mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Ja, letzte Folge ist sehr dramatisch geändert, auch wenn sie sehr kurz war. Oder kurz war. Und ich kann mich erinnern, er hatte einen Glassplitter im Auge. Und das war da auch zu sehen auf dem Bild. Bin ja nun mal gespannt. Und Daniel ist weg? Wo ist Daniel hin? Allein? Oh Mann. Ist das wieder Beaver Creek? Sieht fast genauso aus, ne? Ist er zurück? Der sucht seine Mama. Und er war doch gar nicht beim Arzt und nichts. Oh oh. Da ist doch Daniel. Oder denkt hey, er daran Sean? Zurück? I'm sorry. I didn't mean to. It was a bad idea. Daniel. No way. It's all good. Das ist in, auf der Bank. Wish I listened when you tried to stop me from going with Finn. I was too pissed. It's okay, dude. You're my brother. And that's all that counts. So, why don't you come and get me? I'm alone, Sean. I don't know what to do. I'm scared. Don't get so close to that edge. Please, come and get me. Yes, I swear. Stop! Er ist im Krankenhaus. Die Haare kurz. Oh, das sieht so anders aus.
2 Monate nach der Explosion in Merrills Büro. Fuck. Daniel. Er hat nur geträumt. This must be my punishment. Can't even focus on the page. This sucks ass, man. Ich lag wochenlang im Koma, blind und gearscht, in Polizeigewahrsam, bald geht's in den Knast. Ich drehe in Krankenhäusern durch, ich hasse das. Wo ist Daniel? Ich hab Angst. Blind? Hab versucht zu zeichnen, um Zeit totzuschlagen, das Zimmer ist wie ein Käfig. Doch ich bin jetzt scheiße. Keine Tiefenwahrnehmung, keine Kunst, kein gar nichts. Konzentration, sofort Migräne. Ich drehe hier durch, bin weinend aufgewacht. Special Secret Agent Flores. Sie versucht, eine Bindung zu mir aufzubauen. Sperr mich nicht ein oder vertrau mir. So beschissen. Die Cops können Daniel nach der Explosion immer noch nicht finden. Also ist er da draußen alleine? Das geht nicht. Ich muss. Alles Gute zum Geburtstag, Daniel. Wo auch immer du bist. Inanu. 15.04. Mhm. Claire und Steven haben mir einen netten Brief geschickt. Ich bin so einsam, dass ich ihn zweimal gelesen habe. Komisch, dass ich sie jetzt vermisse. Es ist so cool, auch von Captain Sperry zu hören. Ich bin froh, dass es ihm gut geht. Oh, Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank. Meine Skizze von Joe ist nicht schlecht. Ich bin so froh, dass er hier ist. Ich habe Daniel übel mitgespielt. Ich habe Finn zu seinem Bruder werden lassen. Yay. Stupid reality shows. Da ist noch was. Can't catch shit. Zero depth perception. Goodbye, sports. Yeah. Thanks for the card, Agent. Can't wait to text you. Maria Elena Flores, Special Agent, Abteilung Seattle. Ruf an, wenn du reden möchtest, Tag oder Nacht. Ich ruf mal an. Hier ist noch was, Cassidys Brief. Cassidy geht's auch noch gut. I'm glad the cops didn't mess with them too. I really hope they could keep going. Hallo Sean, die Cops und Ärzte sagen mir nicht, was mit dir und Finn los ist. Außer, dass ihr verletzt wurdet und in Polizeigewahrsam seid. So bin ich an den Namen des Krankenhauses gekommen. Sie haben mich, Hannah und Penny befragt und uns gehen lassen. Ihr zwei hattet wohl nicht so viel Glück oder ihr habt es verdient. Ich hoffe, es geht euch gut. Du weißt wahrscheinlich mehr über das, was los ist, als ich, aber sie haben Hannah, Penny und mich ohne Anklage gehen lassen. Die Polizei hat sich gefreut, eine Farm voller Drogendealer hochzunehmen, statt der armen Vagabunden, die auf dem Feld arbeiten. Wir haben nach dir und Daniel gefragt, aber keine Antwort. Überraschung. Da Finn und du fort seid, ist unsere Zugfamilie irgendwie zerfallen. Wir sind jetzt ein einsames Trio und reisen per Zug durch die Gegend, doch es fühlt sich an wie im Kreise ins Nichts laufen. Gut. Hannah und Penny sind nicht dieselben und wir streiten uns zu oft. Ich bin mir nicht mal sicher, dass wir noch lange zusammenbleiben werden. Scheiße verändert sich, richtig? Ich weiß, du stehst bald wegen der Sache in Seattle vor Gericht und ich hoffe, dass du etwas Gerechtigkeit erfährst. Ich hoffe, dass du und Daniel findest bald euren Weg nach... Ich hoffe, du und Daniel findet bald euren Weg nach Hause. Ja, ist ein bisschen komisch übersetzt manchmal. Ach, der Wolf. Das war noch ein guter Abend. Ja, Finn, du Pfeife. Das hätte alles nicht sein brauchen. Trotzdem. Glad Stephen's leg is better. Sean. Must be tough on Claire. Ja, wir sind dankbar zu hören, dass du in Sicherheit und wach bist. Die Polizei hat uns kontaktiert, als sie dich bewusstlos im Humboldt County gefunden haben. Wir durften dich nicht im Krankenhaus besuchen, doch wir hoffen, dass du so schnell wie möglich wieder gesund wirst. Die Ärzte sagen, dass du nach diesem Koma stärker denn je bist. Das Wichtigste ist jetzt, Daniel zu finden. Wir helfen der Polizei so sehr, wie es können. Sie wollen wirklich helfen, ihn zu finden, Sean. Hoffentlich spiegelt sich das positiv in deinen Gerichtsverfahren wieder.
Wir wissen, dass dies schwer für dich sein muss, nach all dem, was du und dein Bruder durchgemacht habt. Na gut, ihr seid beide Tag und Nacht in unseren Gedanken und Gebeten. Denkt daran, ihr seid Familie, wir lieben euch. Wir hoffen, dich so bald wie möglich in Jolena Shore zu besuchen. Oder Jolena. Pass auf dich auf, Claire und Steven. PS, Chris bestand drauf, dir etwas zu schreiben. Es ist diesem Brief beigefügt. Er weiß nicht, dass Daniel vermisst wird. Oh, Chris. So bad Chris is okay. That kid is a real superhero on his own. Hi, Sean und Daniel. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Mir geht es gut, aber ich vermisse euch beide total. Nach dem Unfall musste ich ewig einen Gips tragen. Ich war den ganzen Winter in mein Zimmer eingesperrt. Voll blöd. Doch jetzt ist Sommer und ich kann wieder spielen. Der ganze Schnee ist weg. Ihr solltet vorbeikommen und euch Beaver Creek ohne Schnee ansehen. Ich warte auf euch. Chris und Captain Spirit. PS, wir müssen Beaver Creek vor den Super-Sumpfkäfern retten. So. Oh, das ist so schön, dass es ihm gut geht. Ansehen? I'm supposed to call the nurse when I'm done eating. Na gut. Guess I'm done. Ich rufe ihn an. Ich habe ihn angerufen. Hallo? This day feels like every other day. Just like prison. Yo! Ah, da kommt er. Sure. Good day, Sunshine. Hey, Joey. Hey, man. That looks like it might have been food. Hard to tell. Ha ha. Never heard that before. Oh, somebody is in a bad mood. Sorry, Joey. Not feeling it today. I don't blame you. But maybe I got something to cheer you up. Pecans and chocolate? Uh-oh. There's that smile. Thanks, Joey. So how you feeling today? Any headaches? Socket pain? No. It's all good. Well, this is your final test before, you know, before they check you out. Check me out to juvie. Yeah. Okay, let's see. You know the drill. Don't blink and just stare at the light. Yes, nice retina response. Okay, now. Try to follow the light as well as you can. Come on, Sean. Ach so. You've been there before. So, nochmal. Ich hab's versaut. Good, good. Keep going. Quick response. Nice. Remember, to see objects on your left side, you gotta turn your head more now. Yes. Looking good, Sean. Und wenn ich nichts gemacht hätte, wäre ich dann nicht entlassen? I'll try. No rush. This is tough. Your depth perception will always be affected. So you gotta try harder. Oh, shit. Yeah, I know. It's hard. Oh, come on. Yeah, that's enough. Ich hab's nicht hingekriegt. You and your eye. But remember, ach, das ist dann so, ja? Perception will always be affected. Here, read this. Oh, keine Ahnung. Ich bin ein Pirat. Hol mich hier raus. Get me out of here. Please, Joey. Sean, I want to help you, but that's not my job. You can try, but you can't rig the exam, Sean. It's time we release you. Sorry. Your vision has improved a lot. Now, you don't really have severe side effects anymore. Yeah. That's just great.
I do have to tell them the truth. But first, let's clean this dressing. Hey, sure hope you're watching the door like your phone. Oh, come on. We ain't going nowhere. Great. All I do is watch them. Yes, true. Your job. Do you mind if we talk alone? Mind if I finish with my patient? He looks good for now, right? Just come back when I'm finished with him. Sure. I'll swing by later, Sean. Stay cool. Das geht so einfach. Mhm. So, how are you feeling today, Mr. Diaz? Amazing. Did you find Daniel? I want to go over this again. What? I've been telling the same fucking story for 3 weeks. How much longer? Until it makes sense. Until you get it right. So, silence isn't gonna help you now. Listen close, Sean. Tomorrow you're going to Jolina Shore and you'll be arraigned in court for the murder of a Seattle police officer. You might spend the rest of your life in prison, or you can talk to me. I didn't kill anyone. The end. So, who did? You do know. It's just, I can't. Was Daniel involved? Is that why you can't talk? No, no way. And you're absolutely sure your dad didn't go after the officer? Yeah, he came outside. Then he was killed. That's what he did. Just guilty of being, who knows? I hear you, but you're sure you didn't get upset and go after the officer? It happens. Jesus, no. Look at me. Okay, let's just jump ahead. Tell me what happened in that farm in Humboldt. The place looks like a tornado wiped it out. I've told you so many times. I have no clue why the place was trashed. I passed out. Plus 3 seriously wounded, along with you. And a missing child. Nobody's statement matches with each other. Sean, throw me a bone here. Can't you see I want to help? So you haven't found my brother? We might have some leads. You can help by telling me the truth. Okay. Fuck. The robbery. Whose idea was it? His or yours? Huh? Meine Idee, wir alle waren es. Es war Finn. Finn, it was his idea to rip off Mero. Did he force you to help? No. Or did you go along with it? He lied. I didn't want to help, but he got Daniel involved. I swear. Swear. I didn't think anything like this was gonna happen. Nobody does, Sean. Until it's too late. Yeah. Now I know. And what about Cassidy? She planned all this with Finn? She was against this stupid plan. She had nothing to do with it. Your friends are learning the hard way. They didn't deserve it. We all make mistakes. Yeah. Well, some mistakes are worse than others. By the way, we contacted your grandparents in Beaver Creek. They can visit you after you're transferred. Might be a while, but you do have a support group. We couldn't track down your mother, though. Sorry. Good. What about Daniel? You said you had leads. I said might. Hold on. I gotta take this call.
sorry, Finn. She didn't want anything to do with this. Lucky Rose Jones, nicht Cassidy. Wonder what Meryl told the cops about the robbery. Sorry, Hannah. She lost her family for this. Hope the cops didn't mess with Penny. Prison would fuck him up. Ach so, das hätte ich noch lesen können. Mein Gott. Ja, warum? Warum? Hi. You have me call. Everything okay? Well, you said enough, then enough. You know the rules, son. Mehr kann ich nicht machen. Aufstehen kann ich auch nicht. Ich kann mir das nochmal anschauen. Sorry, Finn. She didn't want any. Wonder what Meryl told the cops about the robbery. Sorry, Hannah. Hope the cops didn't mess with Penny. Prison would fuck him up. Kann nichts tun. Kann mir nur die Bilder angucken. In der Tasche habe ich auch nichts. Ja, wie denn auch? Was soll ich sagen? Na, jetzt kommt sie wieder. Sorry about that. Nein, es war langweilig. Okay. So what's going on with Daniel? You really have leads? Yes, we do. That's our job. The Bureau put his profile out over 4 states. So we are on the case. You lied to me. You have no leads. You have no fucking idea where my brother is. I don't lie, Sean. But you did. And your brother is paying the price. Fuck. You. I'm done. Anyway, thanks for talking to me. I'll be back tomorrow to take you to Jolina Shore. Morgen. Blöde Kuh. Als ob ihn das was jetzt bringt oder hilft, wenn er hier noch was vorgemacht bekommt. Look out. I have to guard the guard now. Love it. Sit down so we can get this show going. Oh nein, 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 so, nein, ich will das nicht sehen. How did your interview with Scully go? Mit Scully. You mean interrogation? Who knows? Maybe Detective Flores wants to help. Maybe not. I just can't trust her. After what you and your brother went through, I don't blame you. Oh, this shit is all wrong, man. You've been out of the garden for 3 weeks now. We talk every day. I can see that you're a good person. Thanks, Joey. Want to tell that to the judges? I'm just saying, you don't deserve this. Now let's check this out. The healing is coming along nice. Just gotta keep it clean for the next week or so. Simple. That's great. Seen the shrink this morning? What did she say? Nothing I want to hear. This will take time and rehab, Sean. You have to process first. Ugh. I could tell myself that shit. Clearly, I'm no therapist, but I've nursed patients with your injury. They all turned their anger into energy. You will too. Plus, the glass eye tech is pretty cool now. Things change, Sean. Yeah. Stuck in jail is a big change. Can't wait. Sorry, Joey. I'm being a dickhead. Just bummed out. I know. I do.
But I promise there's a treat coming your way. Now as for your wound, this is the last time you hear this from me. You have to clean it with sterile gauze and saline solution. Coat the area using the swab and cream. Müssen wir das nachher machen? Then wrap it up with clean dressing. And you're the shit. Remember, you gotta do this. 4 times a day. I won't forget. I'm sorry about everything, Sean. Wish I could have done more. Dude, you saved my ass here. You're the only one I trust. It really helped. Cool. I'm glad when I can make a ch- Oh, ich hab ihm schon eine Hand geguckt. Oh, shit. Emergency. I'm out. And no smoke break. Let's say our goodbye tomorrow. Oh, Sean, check out that towel. Got your name all over it. Das Handtuch? Catch you later. Das Handtuch? Joey, you are her boss. Gut, wir werden in der nächsten Folge weitermachen, ne? Dann gucken wir uns mal das Handtuch an. Und den Ball, den haben wir uns schon angesehen. Denn bis zum nächsten Mal. Tschüss.